Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch von Playmobil ein riesiges Set und zwar den Feuerwehreinsatz mit Löschfahrzeug. Insgesamt sind 189 Teile in dem Set vorhanden, zwei Fahrzeuge, vier Figuren und eine Menge Zubehör. Und der ganze Spaß liegt so um die 50 Euro, ein wirklich super Preis für dieses riesige Set. Und hier seht ihr die Rückseite mit dem Löschfahrzeug im Einsatz. Und hier seht ihr das Zubehör, das bei dem Set mit dabei ist. Natürlich Pylonen, um den Einsatzort abzusperren. Ja, dann die vier Figuren, Feuerlöscher und eine Menge Flammen, Ölflecken und die zwei Fahrzeuge. So. Der Inhalt sieht etwas anders aus, weil ich das Set gebraucht gekauft habe. Ja, deswegen ist es auch schon fertig aufgebaut. Naja, warum nicht? Man muss ja auch sparen. Hier schön verpackt. Ja, in der Tüte die Figuren. Die Flammen, Ölflecken, ja, Besen, Schaufel. So, und hier könnt ihr euch bestimmt schon denken, was da drin ist. Hier kommt das Löschfahrzeug. Ein Riesenteil. So, dann fehlt noch das andere Fahrzeug. Wirklich gut verpackt. Ups. So. Hier. Ja, dann habe ich schon weniger zum Aufbauen. Und die Anleitung noch. Und hier seht ihr das fertige Löschfahrzeug. Vorne mit einer riesigen Kabine mit drei Sitzplätzen. Und auf dem Beifahrersitz gibt es so ein Steuerelement. Wahrscheinlich dann für die Löschkanone oder die Löschspritze, um die zu steuern. Hier vorne sind so Blaulichter angedeutet, leider ohne Funktion. Das wäre natürlich noch cool, wenn die gehen würden. Ja, und das Fahrzeug hat insgesamt 8 Räder und viele Staufächer. Also wie hier unten zum Beispiel habe ich jetzt den Koffer, Taschenlampe verstaut. Dann hier oben. Hier habe ich den Rettungsspreizer und die Rettungsschere reingepackt. Und hier von der Rückseite mit einer Leiter, Anhängerkupplung und die Schlauchspindel, die mit dabei ist. Die hat hier so eine Halterung und die kann man dann hinten an der Leiter befestigen. Und hier von der anderen Seite, ja, und was ich gerade festgestellt habe, ein Rad fehlt leider. Das ist halt so, wenn man gebraucht kauft. Dafür habe ich für das ganze Set nur 26 Euro gezahlt. Und hier geht es weiter. Noch ein weiteres Staufach. Hier sind die Pylonen drin. Und hier ist das vierte Fach. Da ist ein Reservekanister drin. Jetzt zeige ich euch noch die Blaulichtfunktion. Wie bei dem Flughafenlöschfahrzeug. So ein richtig langes Blaulichtband, LED-Band. Und hier wird die Sirene eingeschaltet. So, und jetzt zeige ich euch noch das Wichtigste an dem Fahrzeug, die Löscheinrichtung. Hier vorne ist so eine
Löschspritze, die lässt sich verstellen, zu jeder Seite drehen und auch in der Höhe verstellen. Und hier hinten ist eine richtig fette Löschkanone und die lässt sich auch in alle Richtungen drehen. Dann gibt es hier noch ein weiteres Staufach. Da habe ich die ganzen langen Sachen untergebracht, ja, wie zum Beispiel die Axt, Besen, Schaufel. Und ihr habt auch die Möglichkeit, zusätzlich so eine Wasserpumpe zu kaufen. Die kann dann hier verstaut werden und dann kann hier richtiges Wasser verspritzt werden über die Löschkanonen. Und weiter geht es mit dem zweiten Fahrzeug. Das ist ein Jeep. Ja, in lila, dunkelblau. Mit seitlichem Aufdruck. Ja, und ziemlich fetten Rädern. Das Dach lässt sich abnehmen. Platz für zwei Figuren. Und hinten ist da noch eine große Staufläche. Und das ist ja das Unfallfahrzeug. Da gibt es dann noch so Fässer mit Flammen und kleinere Flammen mit Saugnäpfen. Die lassen sich dann am Fahrzeug befestigen und dann kann man ganz realistisch einen Feuerwehreinsatz nachspielen. Und dann gibt es für die Unfallstelle noch Ölflecken. Die sehen ziemlich realistisch aus. Und hier seht ihr die Figuren, die mit dabei sind. Einmal eine Feuerwehrfrau mit Funkgerät. Ja, und alle Feuerwehrleute haben weißen Helm mit Visier. Hier kommt ein Feuerwehrmann mit einem Beil in der Hand. Und hier der dritte im Bunde, er hält ein Megafon in der Hand. Und hier seht ihr nochmal das komplette Set mit dem Löschfahrzeug, dem Unfallfahrzeug, den Figuren und dem Zubehör. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video und hinterlasst ganz viele Kommentare. Besonders was euch an dem Set gefallen hat und ob ich auch mal ein Vergleichsvideo machen soll mit dem Flughafen-Löschfahrzeug. Also dann bis bald, bis zum nächsten Video, euer Ceratus 1.